Die kann man jetzt gerade noch farmen. Die farmen wir gerade noch. Missionen, nee, Kopfgelder. Wer bringt die denn? Die Typen hier, ne? Da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man hier nicht immer in diesen Kopfgeld, ins Kopfgeldmenü muss, sondern dass der nächste einfach angezeigt wird auf der Karte. Wie bei diesen Elementen da auch, bei den Wasserelementen. Man besiegt einen, man nimmt die Beute und dann wird der nächste auf der Karte angezeigt. Doch viel freundlicher, viel, viel spielfreundlicher. So, jetzt muss ich gucken. Nicht, dass ich hier wieder jetzt gerade verrecke. Ich keine Ausdauer habe. Also, ihr seid herzlich eingeladen für Mittwoch, ne? Ich habe da mal auf jeden Fall einiges vor. Ja, wenn man die ganzen Dinger abgefarmt hat, dann kennt man die Gegenden zumindest ein bisschen. Das stimmt natürlich. Hier zum Beispiel habe ich, glaube ich, noch nie gefarmt, tatsächlich. Ich brauche am Mittwoch auf jeden Fall geistige Unterstützung von euch. Also würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Es geht von morgens 9 bis abends 9 wahrscheinlich. Nicht die ganze Zeit Genshin Impact, nehme ich mal stark an, aber auf jeden Fall so viel, wie wir irgendwie Free-to-Play machen können. Das nervt auch so. Zubereitung. So. Ab ins Buch. Kopfgelder. Normal. Hä? Bin ich da nicht? Hier los. Vielen, vielen Dank für den Follow. Hat die Animation geklappt? Ich habe eine neue Animation drin. Weiß nicht, ob das funktioniert hat. Zumindest höre ich es jetzt, wenn einer followt. Vorher habe ich das nie mitbekommen. So, guck mal, hier unten sind... Ach, guck mal, was hier alles noch ist. Eieiei, so viele Sachen. Also das Ding machen wir auf jeden Fall noch auf. So viele Kisten. Holy shit. Ein bisschen runtergehen, sonst stürze ich gleich wieder ab und sterbe. Nice, nice, nice. Hey, wieso gibt es da einen neuen Wegpunkt? Wo kommt denn der Wegpunkt her? Der neu? Oder habe ich den einfach immer übersehen? Syrah, hast du keinen Klee? Gestein, wo das Auge reicht, okay. Also ich bin ja mega verliebt in Klee, ne? Ich habe tatsächlich gepult, also nicht für Klee selbst. Okay. Aber ich habe sie irgendwie trotzdem bekommen. Hört sich crazy an. Das ist auch. Oh, war das knapp! Ja, irgendwann kommt. Klee wird irgendwann nochmal. Irgendwann wird es nochmal kommen. Ist so. Zum Beispiel Bennett war ja auch ganz kurz verfügbar nur. Und jetzt ist er in einem Banner, wo er relativ häufig vorkommt. Also zumindest gefühlt viel häufiger.
Schon wieder verkackt. So. Das ist der Trick hier an dem ganzen Scheiß. Wenn man hochfliegt, hat man quasi schon verloren. Komm. Lass mich nochmal machen. Was hast du alles für Charaktere? Ich zeig's dir auch noch mal gerne. Ich habe mir nämlich ein Emote machen lassen von Klee und ich find's so mega goldig. Also es, Leute, es lohnt sich auf jeden Fall, zumindest mit Prime Sub hier zu subben. Alleine nur für dieses Ding, ne? Guck mal, hier kann man auf jeden Fall einige Kisten noch farmen, ne? Also das ist auf jeden Fall eine richtig gute Kombi. Also die Look, ich habe keinen Venti, ich habe keine Kiki. Na gut, Mona und Albedo habe ich. Albedo habe ich gezogen, weil ich Bennett wollte. Also Albedo wollte ich nicht, aber... Du hast ja schon eine gute Kombi. Nein, da. So. Ist er hier? Ah, tatsächlich. Also du hast auf jeden Fall eine richtig gute Kombi. Klar ist kein... Diluc ist kein Klee, das stimmt. Aber... trotzdem nice. Also hier diese komischen Piratentypen, die gönnen aber auch gar nichts, ne? Also hier dieses Gebiet müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ich mach mal hier einen Marker hin. Viele Kisten. Ich hoffe, ich erinnere mich am Mittwoch noch dran, weil dieses Gebiet hier, da habe ich echt noch nicht viel gemacht. So. Wie ist denn das mit dem neuen Abyss? Da gibt es jetzt auch irgendwie mehr Belohnungen, oder? Oder wie ist das genau? Ich war tatsächlich nach dem Update nicht mehr drin. Oh, Klee. Die ganze Zeit nass Elektroschock, nass Elektroschock. Tut mir schon ein bisschen leid, die Gegner, ne? Ja, ich habe zum Beispiel noch nicht alle guten Artefakte. Das ist bei mir nämlich noch so ein Ding. Na. Ich habe zum Beispiel für Mona noch nicht Vollbild, ich habe für Klee noch nicht Vollbild. Also, ich habe alle vier Artefakte, Builds, aber... noch nicht Gold. Das ist definitiv was, wo ich noch dran arbeiten muss. Auf jeden Fall. Teleportieren. Ach, die Chars werden alle irgendwann nochmal kommen. Früher oder später kommt das irgendwie. Das ist das Einzige, was mich so wirklich ärgert. Dass Klee oder Bennett oder auch Diluc immer hier alles anfackeln. Das war auf dem Berg so schön.
Weil da konnte die Umgebung nicht brennen. Und hier merke ich gerade wieder, dass ich immer aus meinem eigenen angegriffenen Bereich nochmal raus muss. Na, ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall cool, wenn sie... Also die Charaktere werden irgendwie nochmal kommen. Das ist in jedem Gacha-Spiel irgendwie so. Irgendwie kommen sie irgendwann wieder ins Spiel. Zum Beispiel, ich hätte auch noch gern D-Look oder Keyqing oder... Den habe ich Venti. Ich will dringend für das zweite Team unbedingt Venti haben. Den habe ich im kompletten Banner nicht einmal bekommen. Dafür jetzt hier in dem Banner irgendwie Bennett gefühlt 10-mal. Also gefühlt ist jetzt wirklich übertrieben. Aber 4-mal habe ich den mit Sicherheit bekommen für ein paar Puls. Und ja. Aber Venti habe ich zum Tod nicht bekommen. Hat einfach keine Lust gehabt. Oder Kiki. Kiki habe ich auch nicht bekommen. Und wie viel habe ich jetzt schon in dem normalen Banner gepult? Andere Leute gehen auf den Hauptbanner und ziehen Kiki nebenher. Ja, das mit dem... Das ist ein bisschen... Alles ein bisschen doof. Aber wir spielen einfach mit dem, was wir wollen. Ich muss nur jetzt für das Abyss zum Beispiel, brauche ich halt zwei Teams. Und das erste habe ich jetzt gerade mal so aufgebaut. Da fehlt noch einiges. Siehst du? Ich habe es weder im Spezialbanner noch im normalen Banner bekommen. Das ist schon traurig. Ja, tschüss. Tschüss. Da alle runterfallen. Ach, so hoch war es da gar nicht. Da sterben die direkt. Okay. So. Ich sollte jetzt aber, glaube ich, genug haben. Wir machen jetzt noch eine und dann sollten wir den Rest eigentlich schmieden können. Ja, wir machen... Was ist denn mit dem Wildschwein los? Wir machen am Mittwoch auf jeden Fall auch nochmal das Abyss und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie weiter vorankommen. Ich bin jetzt, glaube ich, Raum 6. Ist Raum 6 das erste, wo du... Ne, Raum 5. Raum 5 oder Raum 6. Das erste Mal, wo du halt mit zwei Teams rein musst. Ich glaube, die ersten beiden habe ich gemacht und danach wurde es schwieriger. Oh, ist ein ganzes Nest von euch. So, Saira, ich hoffe, du bist auch am Mittwoch am Start. Ich brauche Leute mit Genshin-Erfahrung am Mittwoch. Egal ob morgens oder abends, ich stream wie gesagt 12 Stunden. Ja, das Abyss gucken wir uns am Mittwoch mal genauer an. Da haben wir viel Zeit.
bin halt noch nicht annähernd bei irgendeinem Charakter auf dem Stand, dass ich im Level 90 machen könnte. Von daher haben wir noch einiges zu tun, auf jeden Fall. So, das sollte jetzt aber genügen, eigentlich, um ihn auf 60 zu bekommen. Gerne. Einfach reinjoinen. So, Bennett, was brauchst du? Bennett braucht noch einen roten Stein und noch einen so einen blauen Taler. So, roter Stein. Und ein... So. So einer, ne? Ja, war das jetzt der richtige Taler, tatsächlich? Ich glaube, es war der... Ich hoffe, das war der richtige. Jawohl, ja. Endet auf 80, sehr geil. Jo. Also farmen werden wir auf jeden Fall jetzt noch was. Was wir gerade noch gucken können. Warte, lass mich mal gerade kurz gucken. Was brauche ich für den? 20 davon. Ah, die Fluxfeuerbäume, ne? Wir müssen Fluxfeuerbäume farmen des Todes. Die brauche ich halt auch für Klee, ne? 6 Stück. Ich brauche allein 12 von diesen goldenen Dingern.